Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, heute stehen grüne Schaltkreise auf dem Plan, beziehungsweise eigentlich rote, aber ich glaube, für rote müssten wir schlicht und ergreifend einfach mal die grünen ein bisschen verbessern. Oh, wir haben Forschung fertig. Ja, Mensch. Wow, haben wir noch irgendetwas, was explosive Raketen, was uns auch irgendwas bringt und nicht... Schadenserhöhung, Lasertoben, Feuerrate, Kampfroboter, Energieschild. Wir haben ja hier auch den lustigen Biss hier. Können wir uns das dann eigentlich schon bauen? Ich hatte ja hier oben... Wow. Ein einziges? Ehrlich? Sieht hier auch so schlimm aus? Hier haben wir wenigstens 5. Okay, also wir brauchen rote Schaltkreise und wir brauchen dafür entsprechend mehr grüne Schaltkreise auf dem Band in dem Fall. Moment ist. Ich überlege gerade, ob ich direkt so eine Produktion da oben aufbaue für hier. Ich würde sagen, wir können es mal versuchen, oder? Da wir da aber Ausgänge brauchen, nehmen wir die von hier hinten. Oh, shit. Nein! Wieso warnt mich eigentlich keiner, dass ich da das Falsche auswähle? Nur alles hier wieder reparieren. So ein Mist. Sieht doch aus, als ob ansonsten nur Strommasten geklaut wurden, ne? Sitzen jetzt natürlich alle voll blöd. Moment, war man die gesetzt so und so? So rein. Okay. Irgendwas behindert hier das Ablaufen. Ja, da war er denn Buggy danach, offensichtlich. Hier oben läuft auch was nicht. Wahrscheinlich das gleiche Phänomen. Ja. Okay, damit läuft alles. Und dann nehmen wir jetzt mal bitte das Richtige, nämlich den Blueprint. Forschen. Forschen, forschen, forschen. Wenn es... Oh Gott. Da bauen sie alle lustig fröhlich. Juhu. Jetzt müssen wir das, glaube ich, nur noch ein bisschen umstricken.
Wir brauchen hier hinten Kupfer. Ich glaube, ich habe nicht richtig getroffen. Nein, ich habe natürlich nicht richtig getroffen. Nicht so wild. Nee. So. Und das hier wäre jetzt Eisen. Das jetzt erstmal so an. So. Offensichtlich hat auch die Produktion der grünen Schaltkreise auch offensichtlich die Eisenproduktion so extrem lahmgelegt. Wahrscheinlich werden wir da auch nochmal Eisen erhöhen müssen, wenn wir wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen. So, und das hätte ich jetzt irgendwie ganz gerne hier drin. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das dann am blödesten machen. Weil eigentlich brauchen wir hierfür gleich nochmal dran denken. Weil eigentlich nutzen wir ja alles nur im Netzwerk. Wir haben zwar diese Linie, die hier nach da hinten rausgeht, aber die nutzen wir ja eigentlich überhaupt gar nicht. Und dann nehmen wir die auch einfach mal schlicht und ergreifend weg. Weil ich das gerade so beschließe. Dann hätte ich hier noch einmal Kupfer. So irgendwie. Werden wir gleich nochmal mit der Forschung machen. Mal schmeißen wir die mal kurz zwischen. Explosive Raketen. So, das hätte ich gerne hier. Und dann müssten wir hier zwischen halt irgendwie... Puh, das wird auch eine Futzelei. Oder wir schieben das hier oben durch. Das ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, oder? Dass wir das hier oben durchsplitten. Dass wir irgendwie sagen, einmal so... So. Oh Gott, das ist ja auch wieder eine Futzelei. Wahrscheinlich hätte man da lieber den... Oh, das Problem ist, wir brauchen auch noch Kupfer hier unten. Ah, Hilfe! Nee, dann vielleicht auch noch nicht so. So. Und hier das gleiche für Kupfer. So. Müsste man nur von oben runterholen. Ist ja nicht so tragisch. Das geht ja fix. So. 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 Und so. So, damit haben wir Kupfer hier drin. So. So. So und so. Und. So. Und das müssen wir auch nochmal umdrehen.
Und ja, hier brauchen wir denn so? Wird das was? Theoretisch ja schon, oder? Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch das hier rüberziehen. Ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt haben wir es. Hier, das machen wir auch nochmal Untergrund. Und so. So. Mist. Eins verpeilt. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir auch so hin. Oh Mann, Leute. Das ist ja echt eine Fummelei. Das ist ja mal eine richtige Fummelei. Ich ja, ich weiß, dachte ich mir, dass ich da was gerade mit lahmlege. Seht ihr mein anderes Problem? Ich muss das doch nochmal abreißen. Ich muss damit noch Furzeliger nach oben gehen. Und zwar da nach. Nein, da nicht. Scheiße. Was ist denn das da überhaupt für ein komischer Splitter? Wo denn da hin? Oh Gott, wie kriege ich euch denn darunter? Indem ich erstmal die Forschung weiter anwerfe. Robotergeschwindigkeit 5. Robotergeschwindigkeit 5, komm. Putzelei, Leute, ich sag's euch. Das ist jetzt wieder so eine Folge, an der wir absolut überhaupt nicht schaffen. Weil ich hier probiere, irgendwelche Sachen. Irgendwie so blöd wie möglich. Miteinander zu verbinden. So, wird da aber gleich ein Schuh draus, oder? Richtung, wie ich das gemerkt habe. Nee, denn
Ab nach unten. Dann bauen wir hier unten den Ausgang hin. Ich hätte das jetzt nämlich ganz gerne in... in passive Anbieterkisten. Und zwar mit Einschränkung, dass weniger als 1000. Ich würde jetzt zwar nicht sagen, es ist so eine Rieseneinschränkung, aber es ist zumindest eine Einschränkung. Nicht, dass es uns hier komplett vollläuft. So, wie sieht mein Inventar aus? Kunststoff. Batterien. Eine einsame Kiste, die ich nicht rausklicken kann. Okay. Dann habe ich auch zu viel. Kommst hier hin. Gut. Ach so, und das hier oben könnten wir jetzt dicht machen. Uch, glaube ich, erstmal fettgehende Kiste. Stopp. Ja, so wird da ein Schüchen draus. Sehr, sehr schön. So, wie sieht es denn hier so aus bei der Forschung? Blau ist gerade wieder ein bisschen knapp bei Kasse. Warum? Nicht genügend Knickarmroboter. Okay, läuft. Leute, Zeit für eine Folgenpause. Ich danke wie immer fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Factorio. Bis dann. Tschüss.